Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Zero. Wir haben jetzt hier festgestellt, dass halt dieser siebente Kerl wohl der Sohn oder Enkel von Marcus ist. Wahrscheinlich baut er deswegen die ganze Zeit seinen Vater nach aus den Igeln. Aber wir haben ja noch eine Tür. Was hat denn diese Tür zu bieten? Oh. Zombies. Nein. So, laden wir nochmal nach. Ihr seid beide platt. Cool. Okay. Dann haben wir dann das oben für die grüne Tür in Ordnung. Sonst noch irgendwas Interessantes da? Erstmal nicht, wie es scheint. Was können wir denn... Ja. Dann legen wir das mal kurz ab. Nehmen wir mit, schicken wir jetzt dann... Ich glaube, die Spule... Was ist denn das? Eingangsspule. Ah, okay, das ist dann... Okay, das kann dann auch zu Billy. In Ordnung. So, lass uns das mal schnell wegbringen. Zack. Können wir das Spulending eigentlich schon mal zu dem in den Raum legen? Beziehungsweise warte mal kurz. Packen wir das mal kurz hier rein. Und dann kann Billy sich halt damit mal vergnügen. Wie viel Platz? Das ist, glaube ich, auch nicht so viel Platz, ne? Aber wenn wir schon mal da sind. Dann mal ab rein da. So, das Schloss wurde geöffnet. Sehr schön. Na? Hat jemand Bock zu knabbern mit mir schon? Naja, noch mehr Muni, sehr gut. Gut, dass du so widerstandsfähig bist. Desinfektionsmittel, jawohl. Ach gut, damit können wir wahrscheinlich dann jetzt das Gas abpumpen, ne? Der Fuß einer Leiche guckt da raus, der Rest ist bis zur Unkenntlichkeit verwest. Lecker. Ja, ich glaube, sonst ist hier erstmal nix. Na gut, dann würde ich sagen, klären wir den ganzen Spaß doch.
Da wir gerade eh keinen Platz haben, lassen wir das so mit der Spule. Ich meine, mit Backup brauchen wir gerade nichts groß. Ihr steht auch bestimmt gleich auf, ne? Achso, ich habe genau immer noch nicht genug Platz. So, dann packen wir das da mal rein. Nur Desinfektionsmittel. Du stehst immer noch nicht auf. Ich jetzt mit gerechnet. Okay. Nein. Na, wir haben noch genug Heilung da. Autsch. Ist ja gut. Das war jetzt nicht so das Wahre. Hä? Kriegt jetzt irgendwie keinen Schaden mehr oder was? Scheint es im Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer geleitet wird. Der Zuchtraumschlüssel. Jawohl, nehmen wir mit. Kann sein, dass das Spiel ein bisschen verbuggt ist. Ich meine, mir ist es recht. Ja, vielleicht starten wir es dann doch nochmal neu bei Gelegenheit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die jetzt keinen Schaden mehr kriegen, die Jungs. Mich hat bei Rebecca schon so ein bisschen gewundert. Naja. Also ich meine, selbst Billy müsste langsam auf Gelb sein, oder? So, passt der da rein? Wahrscheinlich, ne? Zuchtraum. Ich habe so eine Befürchtung, was da gezüchtet wird. Ja, werfen wir weg. Will ich vorher speichern? Na komm, ich riskiere es. Yep, das sieht nicht so nett aus. Okay, das lief erstaunlich rund. Cool, dann lohnt sich ja gleich wirklich mit Speichern. So, was haben wir denn hier Schönes? Berichte über organische Biowaffen. Die bisherige Forschung zeigt, dass bei Verabreichung des Progenitorvirus an lebende Organismen drastische Zelländerungen einen Systemzusammenbruch verursachen. Es wurde keine erfolgreiche Methode zur Steuerung der Organismen bei ihrem Einsatz als Waffen gefunden. Eine bessere Koordinierung auf Zellebene ist unerlässlich für weiteres Wachstum. Ich habe einige Experimente durchgeführt, um eine Lösung zu finden. Hier ist mein Bericht. Insekten. Da diese uralten Tiere seit Jahrtausenden genetisch stabil sind, zeigten sie nach Verabreichung des Progenitorvirus ein nur explosives Verhalten, explosives Wachstum und erhöhte Aggressivität. Sie eignen sich wohl nicht als bioorganische Waffen. Amphibien. Bei einem Frosch führte das Virus zu verbesserter Sprungkraft und abnormalem Zungenwachstum. Keine Veränderung in Bezug auf Intelligenz. Krankhafter Heißhunger ließ das Testsubjekt willkürlich alle beweglichen Objekte angreifen. Nur begrenzt als bioorganische Waffe geeignet. Säugetiere. Gekreuzt mit Zellen-DNA von Affen führt das Virus zu erhöhter Fruchtbarkeit. Die erzeugten Jungen sind sehr aggressiv und weisen höhere Intelligenz auf. Eine Nebenwirkung: Verlust von Sehkraft. Dies wird aber durch ein besseres Gehör ausgeglichen. Auch sie eignen sich leider nicht als Waffen. Fortschritte sind scheinbar nur möglich, wenn Menschen als Basis benutzt werden.
Das haben wir jetzt hier. Ah, okay, das haben wir. Dann können wir dann Rebecca runterschicken. Dann kann die unten links aufmachen. Die, diese jetzt noch verschlossene Tür. Na gut, dann machen wir eine Runde Austausch, würde ich sagen. Ach, und ich glaube, ich wechsle gerade nochmal. Einmal auf die Pistole, bitte. Nein. Nein, das müssen wir jetzt ja nicht unbedingt noch großartig verschwenden hier. So, dann erstmal das Zahnrad runter. Und dann kann Rebecca gerade im Gegenzug die Spule hochschicken. So, mitnehmen bitte. Und die Spule. So, stimmt ja. Genau, zum OP-Raum. So rum war das ja. Nein. Die Spule sollte eigentlich hoch. Dann muss ich das jetzt nochmal austauschen. Nein. Schick das nochmal runter. Rebecca ist hier unsere Speicherdame. Und ich muss es wahrscheinlich echt annehmen. Na ja, gut, dann nimm es halt mit. Schick es eigentlich direkt nochmal runter. So, das bitte mit dem und die Spule hochschicken, Rebecca. Mach doch mal das, was ich vorhabe. Das kann man auch nicht abbrechen hier, dieses, die Animation. Deswegen bringt es nichts, auf die Tasten rumzuhämmern und da dann irgendwas auszuwählen, was ich dann doch nicht will. So, aber dann geh du mal gerade raus, gib mal den Code ein und dann kann Billy schon mal die Spule ablegen und dann gleich in dem Raum mal abspielen. Da müsste ja noch ein Fahrband gewesen sein. Ich vermute, dass der Zombie da unten noch nicht wieder aufgestanden ist. Ich bin ja auch nicht dran, wahrscheinlich wenn ich dran vorbeilaufe. Sollte ich da mal aus. Sollte ich mich aus der Ecke da fernhalten? Ich denke, das könnte helfen. Ja, komm, legen wir es gerade da ab. Dann kannst du mir hier das Farbband nehmen und dann gleich hier abspeichern. Wenn Rebecca das Schloss geöffnet hat. Auch schon wieder. Also gut, okay. Von der Anzahl der Farbbänder muss ich, glaube ich, echt keine Sorgen machen.
Gut, hier jetzt das Ding einlegen. Das Gerät funktioniert wieder. Kombination eingeben. So, ich gucke gerade nochmal in den Zettel. Stromregler, Mikrofon. Genau, Akt zum Egel. Nein. Wachstum bitte. So, 4. Dann verdoppelt, 8. 2 wurden gefressen, 6. Hälfte verloren, 3. Okay. 4, 8, 6, 3. Vier, acht, sechs, drei. Die Tür wieder aufgeschlossen. Gut, dann schauen wir doch mal, was uns da drin erwartet. Now this is more like it. Billy here. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Don't wait there. I'm coming. Roger. The sooner we get out of here, the better. Out. Billy ist ja sogar da oben. Okay, was haben wir hier? Das ist ein Hebel. Umlegen. Jupp. Ah, sehr schön. Da liegt noch was rum. Ausgangsspule, jupp. Uns die auch nochmal holen. Sturm zu verschalten unterbrochen. Ah gut, das stimmt, das müssen wir dann halt da oben wahrscheinlich entsprechend angehen, ne? So, das sieht doch schon mal gut aus. Ihr seid wieder vereint. Follow me. Ja. So, da ist die Spule. Dann lege ich das mal dazu. Haben wir nur noch 2 Molotovs. Na gut, dann komm, dann lass uns mal noch den Greifhaken holen. Den brauchen wir auch noch mal. Sollte jetzt ja hier nichts mehr an Gegnern sein. Bitteschön. So, nein, da wollte ich eigentlich nicht hin, oder? Ne, wollte ich nicht. Ich glaube, hier brauchen wir erstmal nichts mehr. Gucken wir, dass wir die Seilbahn wieder fit kriegen. Würde ich mal sagen. So, wir müssen halt irgendwie da rein. Davon unten. Warte mal, könntest du dich gerade mal. Gib mal die Dinger ab. Hm.
Okay, ich sehe gerade, es ist an der Zeit. Dann gehe ich mit Billy gerade mal die Shotgun-Munition holen. Unten war ja auch noch was. Vielleicht sind ja auch noch ein paar. Genau, die Heil-Items sind auch. Dann will ich, glaube ich, das Zeug alles mal hierher schaffen. Ja, ich hoffe mal, ich überlebe das soweit. Aber wie gesagt, Gegner dürften ja keine mehr da sein. Dann leg doch noch mal ein bisschen was an Zeug ab. Dann Rebecca kann auch die Knarre erstmal wieder ablegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich das Zeug hierher geschafft habe. Und dann gucken wir mal, ob wir dann irgendwie hier weiterkommen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dann. Macht's gut und ciao, ciao.